So, nächstes Ligaspiel steht. Ach, das Ligaspiel. Es steht natürlich das Pokalspiel an. Nächstes Pokalspiel gegen den SV Sandhausen Heimspiel, Runde 3. Jo, würde ich sagen, starten wir hier durch. Im letzten Spiel, wie gesagt, das 3:2 bei Union Berlin. Das hat auch kräftige gekostet. Ich werde auch ein bisschen rotieren müssen. Aus genannten Gründen, weil Bujelov tatsächlich eine etwas schwächere Partie heute gezeigt hat. Und auch aus Kraftgründen muss ich dann mal noch ein bisschen was durchrotieren. So, also, erstmal Kollege Bujelov, der mal zugucken darf. Dann habe ich Ludwig, der auf jeden Fall mal in die Startelf rutschen kann. Amatei, ich brauche einen. Gut, habe ich einen Rechtsverteidiger irgendwo auf der Tribüne noch sitzen? Ja, Hendricks hier. Der heute mal den Vorzug bekommen wird mit seinen. Ich glaube, der ist 16 gerade mal, ne? 16 oder 17. Auf jeden Fall, da war heute mal sein Debüt feiern. Für eben jenen. So, Bujelov heute mal auf die Ersatzbank. Merchan. Mal für McKennie rein. Ne, McKennie ist mir dann doch zu wichtig. Aber ich würde mal gucken, ob ich was machen kann. Merchan. Ja, ich probiere es mal für Kobylanski. Dann setze ich Bostoan vorne auf die Position. Weil Tommy soll mir nämlich die Rossum-Position durchspielen. Ich muss rotieren. Ein bisschen leider, weil, wie gesagt, aus Kraftgründen auch teilweise. Und Siegrist, der jetzt mal das probiert. Ansonsten sollte das so. Ich setze Merger mal auf die 6, damit ich da auch ein bisschen Möglichkeiten habe. Gut, gehen wir mal rein ins Spiel. Wenn es heute schief geht, ist es halt so. Wenn wir es schaffen, wäre super. Aber Pokal ist Pokal. Runde 3, Sandhausen ist der Gegner. Ich habe jetzt auch Kaffee, das heißt, ich bin jetzt, werde jetzt nach und nach ein bisschen wach, fitter, wacher, wie auch immer. So, okay, gut. Fangen wir an. Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Das Dach nehme ich zu. Die Dach müsste zu sein. Fußball werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen SV Sandhausen. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird's langsam ernst. Wer schafft den Sprung? Dortmund ist nämlich draußen. Mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Aber erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Bevor wir gucken, auf wen wir vielleicht treffen würden, könnten. Ich sage nur, letzte Runde gegen Heidenheim haben wir nämlich auch nur 4-3 noch gewonnen am Ende. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Jo. Ein Debütant, wie gesagt, dabei. Hendricks, der unser neuer Rechtsverteidiger. Der heute mal, wie gesagt, was so probieren darf. Die Gäste heute in die Partie. Sie wählen das 3-5-2. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Na dann,
Let's go, würde ich sagen, ne? Und wir haben einen Schuss und können loslegen. Hendricks. Schönes Ding hier. Bostoan. Er geht vorbei am Verteidiger. Ah, der bricht ja noch ab. Da muss er warten, McKenny. Da kommt die Flanke. Ja, das war ein bisschen sehr optimistisch, ein bisschen zu nah ins Tor. Da konnte der Keeper nichts anderes machen, als den irgendwie festzuhalten. Aber wie gesagt, Pokal ist Pokal. Mal gucken, ob es heute, wie es heute ausgeht, wie es wird. Das könnte Scheu. Ich glaube, Sven heißt er mit Vornamen. Ball an den kurzen Pfosten. Siegrist. Da fängt er die Flanke ab. Da hat der Sandhäuser da auch gerade nochmal deinen Fuß dazwischen bekommen. Und da müssen sie da aufpassen, dass da so ein Ding nicht mal anders ausgeht. Weil die Ecke haben wir uns selber ein bisschen zuzuschreiben. Weil die der. Da oben, der fordert den Ball. So, und jetzt der Kontakt. Mustafi. Richter. Gegen Wahim, der kann auch ein bisschen Gas geben. Der kommt aber nicht in die Mitte. Doch, kommt er. Aber da war ein Innenverteidiger noch dazwischen. Und den hält der noch ohne Probleme ab. Sie bringen den hohen Ball. Wayne. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Hendricks. Ja, ich habe gefühlt keinen vernünftigen, schnellen Rechtsverteidiger, der da mitgehen kann. Richter. Und Ecke. Das war, glaube ich, fast ein Eigentor geworden. Ja, ne, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da irgendwie so ein Ding mal blöderweise reinfällt. Weil Pokal in der Liga tut mir die Niederlage nicht unbedingt weh. Wir haben jetzt 9-10er Vorsprung. Aber im Pokal bedeutet eine Niederlage das Aus. Und in der letzten Runde gegen Heidenheim hat was fast gehabt. So, jetzt erstmal nochmal noch einen Einwurf. Richter. Guter Vorstoß jetzt. Ja, da muss er jetzt ein bisschen Gas geben, Richter. Ja, hält den Ball fest, das war wichtig. Rudek. Weston McKennie. Guter Vorstoß, kann was werden. Ah, schlechter Pass von Bostoan. Auf Mertan, den wollte er ja da schön querlegen, ohne Probleme. Und dann wäre es vielleicht Robin gefährlich Scheu. Geworden, wenn der angekommen wäre. Aber der Robin Scheu heißt er, nicht Sven. Okay, gerade den Nachricht. Gut, ich kenne mich mit Sandhausen jetzt nicht so aus. Ich bitte den Spieler an den Namen. Ich hatte Sven die ganze Zeit im Kopf, aber gut, egal. Hendricks. Alles sieht gut aus. Hendricks, der kann noch da mal was versuchen. Geht gut zum Ball, Forst den weg. Und die Balleroberung, wichtig. Horowitz, der versucht gegen McKennie. Robin Scheu. Ja, der Ball kommt. Gut aufgepasst von Bella Kotschok, glaube ich, war es. Und dann ist es Erik Tommy. Ja, ich krieg's ja momentan noch nicht so in die Position, wie ich das gerne gehabt hätte. Bella Kotschok, ja, der das Ding eben abgelaufen hat. Starker Zweikampf. Ludwig. Gut gemacht. Jetzt geht er durch. Tommy. Den kriegt er nicht mit. Das war ein bisschen zu spät. Ich wäre da lieber durchgegangen. Nochmal über die Außenbahn. Dennis Linsmeier. So läuft der Mann in den Konter. Über Linsmeier, Zenga. Und McKennie erstmal, der den Ball hat. Sehr gut. Marco Richter. Richter. Und dann Terodde. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich nur 100%. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Tür. Hat er aber auch gut gehalten, muss man sagen. Ecke in die Mitte.
0-0. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0-0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr ins Risiko geht. Ja. Mehr gefühlt mir vom Spiel, aber so zwingend noch nicht. Momentan die anderen Spiele noch, die noch laufen. Bayern gegen Hertha und Mainz gegen RB. Aber da läuft noch nicht. Bei uns läuft ja schon die zweite Halbzeit und es steht 0-0. Also alles noch offen. Ja, es wird nicht einfach werden. Definitiv nicht. Scheu. Also Robin, Scheu. Das wissen wir jetzt auch mittlerweile. Kister. Dennis Linsmeier. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Wir Ball. Kennen ihn jetzt mal. Ja, immer mal wieder kriegt man diese Bälle so ein bisschen abgefangen. Dass man so einen Konter setzen kann. Mit Kenny, der mal bei die Außenbahn durchmarschieren will. Und dann ist es ja, nicht Terror, der da reinkommt, sondern der Verteidiger, der den Ball noch zur Ecke klären kann. Ecke kommt rein. Holt sich den Ball im eigenen 16. Ja, da kommt gar nichts. Momentan ist jetzt irgendwo der Wurm drin gerade. Er ist da und kann den 53. Minute und dann bleibt der Verteidiger da einfach stehen und sagt dann, nee, das hier geht schon durch. Aber Bella Kotschab, der da auch noch mal was versuchen kann. So, jetzt ist die große Frage, was passiert? Ja, der Ball ist erstmal weg. Die Gäste werden weg. Weil Bella Kotschab ein bisschen unter Druck gesetzt wird und sich nicht den Aufball aufmachen kann. Und da geht der Scheu durch. Und dann ist Sigges nicht da. Und es ist nicht das 0-1. Hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Puh, war das knapp. Schön durch die Beine durch, dann geht der Ball da nicht rein. Ja, waren das doch zu viele Wechsel. Zenger raus, Enges Bein rein. Erfahrung. So. McKenny, Tommy, der jetzt ein bisschen versucht. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Ja, eben genau das ist es halt. Einwurf. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt kommt hier der Wechsel. Halimi Tüppitz raus. So, das könnte Minimum gelb geben. Der Scheu, der vor 5 Minuten die riesen Chance hatte auf das 1-0 für Sandhausen hier. So. McKenny. Das war stark vom Torwart. Also es gerade momentan gibt es keine Möglichkeit, da irgendwas zu reißen. Die Truppe ist müde, klar, alle 3 Tage später, das merkt man dann auf Dauer irgendwann. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware und da darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Ja, Terodde, jetzt hat er mal ein bisschen Platz, Terodde, und da kriegt der Balltauser den Fuß noch rein. Verhindern Sie das Tor, was für eine Rettungstat. Aber so gerade noch. Der könnte, hätte nämlich gefährlich sein können, der Ball. So, Ganvola jetzt vielleicht mal mit ein bisschen, nochmal ein bisschen Power da vorne rein. Ich bringe natürlich jetzt nochmal ein paar Leute. Doppelwechsel jetzt nochmal bei uns. Ganvola und. Jetzt kommt der Wechsel. Hack. Die Nummer 9, Simon Terodde. Und mit der Nummer 23, Marco Richter. Neu auf dem Feld, die Nummer 19, Silvia Gandula. Und mit der Nummer 19, Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ah, das ist nicht wahr. Mertan. Ja, der habe. Der Reingabe kommt lang. Ja, zumindest mal eine gute Situation in der Ecke. Man hat jetzt die Chance auf die Führung. Ecke kommt. Die Ecke kommt. Latte! Latte, aber die Chance lebt noch. Fast das Tor. Ball geht erst ans Aluminium und dann ist er doch noch zur Stelle. Ja, da sollten wir noch mal einen Blick drauf werfen. Das gucken wir uns noch mal an. Hat nicht viel gefehlt. Mhm. Und dass der Keeper da fast noch reinfällt in den Ball, mit dem Ball ins Tor. Und dann gibt das hier einmal für Schalke den Freistoß.
Na, mal gucken. Ludewig. Jetzt holt jetzt nochmal Bela Kotschap. Bostoan. Der Bostoan, der den Verteidiger da wegtankt. Nein! Und wieder das nächste, der nächste Ball. Oder beziehungsweise die nächste Situation. Ja. Starker Zweiger. Wie der Verteidiger da klären kann, so gerade. Ne? Die Frage ist, gibt das hier noch irgendwas? Ein Lucky Punch in der letzten Minute, in den letzten Minuten? Oder gibt das hier... S-Wein. Dennis Linsmeier. Sie wissen es genau. Oder gibt das hier noch irgendwas in den... Und der Siegrist verhindert hier sogar das 0:1. Der Ball kommt. Weil natürlich jetzt auch Sandhausen merkt, ey, hier geht was. Es steht 0:0. Es sind noch 5 Minuten. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Gute Aktion. Ah, dieser Ball, der kann tödlich sein. Den Ball hat er. Jetzt einmal. Merjan. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt. Tor! Das ist die Erik Tormi! Man schafft es dann tatsächlich wieder mit einem Lucky Punch! Gut gespielter Konter und da zieht er aus der Mitteldistanz buchtig ab. Da ist der Torhüter absolut. Und da kommt der Keeper nicht mehr rein. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Schön ins lange Eck, keine Chance zu Freisel, der macht da überhaupt nichts mehr dran und dann steht es hier wirklich in der letzten Minute. Das ist die 92. Dann doch noch 1:0. Boah, so wirklich so. Echt kurz vorm Ende nochmal. Das ist jetzt auch vollkommen egal. Der Wechsel ist jetzt einfach nur, um Zeit von Uhr zu nehmen. Bostoan raus, Krüger rein. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ne, vor allem Zeit von der Uhr nehmen. Viertelfinale. Richtig. Aber wenn ich bedenke, dann wird der Scheuder-Ding da hinten versenkt. Nur 57 Minuten. Geht das vielleicht sogar anders aus? Das ist natürlich das Entscheidende. Aber so wird dann einer von unseren Leuten tatsächlich der... der Matchwinner. Um das Ding hier nach Hause zu fahren. Aber man muss sagen, das war definitiv ein ebenbürtiger Gegner. Es war einfach nur wirklich viel, viel Glück dabei, dass wir das Ding irgendwie doch noch nach Hause fahren. Aber jetzt mal erstmal zumindest im Viertelfinale. Kurz wenn wir die anderen Ergebnisse, Zwickau, Hamburg 0-4, Bayern schlägt Hertha 3-1 und Mainz unterliegt RB mit 0-2. Kurz auf die anderen Spielstände davor gucken. Leverkusen, Bielefeld. Das Ganze jetzt vor kurzem in der Liga. Da gewann Bielefeld. Hier gewinnt Leverkusen 5-4 nach Verlängerung. Nach Elfmeterschießen, Entschuldigung. Braunschweig, Köln 0-3. Union unterliegt SC Freiburg 0-2. Auch das gab es vor kurzem. Freiburg und Union. Da ging es 0-1 für Union aus. Und Frankfurt, Regensburg 2-0. Und die große Frage, gegen wen treffen wir in der nächsten Runde? Aber wichtig ist erstmal, Hauptsache wir haben 2 geschafft. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, man muss es sagen, es war viel, viel Glück dabei.
Doch, das hatte viel Glück, aber. Also mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber nicht mit dem Spiel. Vielen Dank. Es war gefühlt, glaube ich, die einzige Torchance, die wir hatten. Na gut, abgesehen von dem Eckball da, wo das Ding an die Latte krachte. Aber wie gesagt, das kann, hätte auch anders ausgehen können. So, nächster Gegner ist Erzgebirge Aue. Das ist dann Spieltag Nummer 16 in der Liga, der uns ansteht. So, ich guck gerade mal, ob es tatsächlich gegen wen wir jetzt spielen dürfen. Steht aber noch nicht drin, ne? Ich würde halt gerne mal wissen, gegen wen wir in der nächsten Runde antreten dürfen. Das gucke ich eben kurz noch schnell nach. Das würde ich. Das ist einfach jetzt für mich gerade nicht ganz unwichtig. RB Leipzig, go, in Frankfurt. Ah, das wird eine Hausnummer werden. In meinem Bundesligisten, gerade bei Frankfurt, die sowas von unangenehm zu spielen sind. Ah, da muss er sich auch erstmal durchsetzen. Dann haben wir Köln gegen Leverkusen, Hamburg gegen Freiburg. Na gut, okay, da kann es oben sich Hamburg durchsetzen. RB gegen Bayern, das ist dazu das Topspiel. Da wird ein Favorit auf jeden Fall schon mal in der Viertelfinale eliminiert. Köln gegen Leverkusen, Rhein-Derby, auch da weiß man nicht, wer unbedingt gewinnen kann. Und Frankfurt gegen uns, das wird eine ganz, ganz harte Nummer werden. Na gut, aber bevor wir an Frankfurt denken, müssen wir erstmal an Aue denken und das machen wir in der nächsten Folge. Das sehen wir uns dann an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 21.